Speak Out Loud macht mir am meisten Spaß, dass man neue Leute trifft. Ich bin jetzt zum zweiten Mal mit dabei und einige kannte ich vom letzten Mal und es waren trotzdem ganz viele neue Gesichter dabei, aber das macht gar keinen Unterschied, weil man irgendwie da ist, weil man Lust drauf hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil man Lust hat, irgendwie seine eigene politische Stimme zu finden, weil man Lust hat, sich irgendwie zu äußern und durch diese Workshops die Möglichkeiten hat, seine Sprache zu finden, sein Medium zu finden, sich nach außen zu verständigen. Und ja, das liebe ich so, den Austausch mit den anderen, die Impulse, die man von allen Seiten bekommt und das dann auf einem kreativen Weg nach außen zu setzen, ist total cool und ja. Berlin bedeutet für mich Verbindung zwischen mich und Deutschland, weil Berlin eine sehr internationale Stadt ist und die Leute sind sehr nett zum Ausländer und es ist leicht hier um Deutsch zu lernen und mit deutschen Kulturen kennenzulernen. Ja. Jetzt ein Heimatland. Ich fühle mich sehr wohl hier. Und jetzt sind wir mein Home, mein Heimatland, wo ich mich wirklich frei bewegen kann und alles mache, was ich will. Und die Leute sind sehr nett. Das Workshop, kreatives Schreiben war echt gut. Und ich fand es sehr interessant, weil wir immer bestimmte Zeit hatten, um etwas zu schreiben. Die Zeit war sehr wichtig und dann musste man nur schreiben, nicht an andere Sachen denken. Und das war gut für anfangen zu schreiben, weil ich selber beim Schreiben immer Probleme habe, auch mit Sprache natürlich und auch mit Deutsch und auch das Alphabet. Und in diesem Workshop, obwohl es nicht lang war, aber es war ein Schritt, um etwas zu machen. Und das finde ich total gut. Alles war super und auch versucht, etwas sehr Kreatives zu machen. Es gefällt mir, dass Speak Out Loud sehr offen zu anderen Leuten ist. Es ist super, ja, ich finde es sehr toll. Speak Out Loud! 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 Loud! Speak Out 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 Loud! Dann spiele ich ein Lied als erstes. Das habe ich letzten Winter geschrieben. Das hört man aber nur am letzten Satz, dass das ein Winterlied ist. Das Lied heißt Flugzeuge und es hat aber mit Flugzeugen eigentlich nichts zu tun, aber es geht so. Ich sehe drei Flugzeuge am Himmel und alle bewegen sich von mir weg. Ihre Lichter blinken leise und ich bleib hier am selben Fleck. Ich würde gern fort, ich würde gern gehen, würde gerne ganz woanders sein, an einem unbekannten Ort, an dem es zählt, ein Mensch zu sein. An dem es zählt, ein Mensch zu sein. Doch was macht Menschsein überhaupt aus? Die Frage stelle ich mir oft. Heißt Menschsein nur zu konsumieren? Brot und Spiele und täglich viel Bier. Teilen und herrschen und beherrscht werden und alle 4 Jahre brav wählen gehen. Niemals verzwickte Fragen stellen. Denn die Antworten darauf sind nicht allzu gern gesehen. Die passen nicht in das vorherrschende System. Wir müssen zur Arbeit Geld verdienen, 9-to-5, 24-7. Die meisten brauchen noch einen Zweitjob, weil es sonst hinten und vorne nicht reicht. Wie soll man denn dabei glücklich sein? Wir meckern die ganze Zeit über First World Problems. Ob wir uns davon jemals befreien? Ich fürchte fast, die Antwort darauf lautet nein. Doch ich
träumen von einer besseren Welt, in der der Mensch nicht mehr hungert und sich über das verdammte Geld stellt, in der es zählt, musikalisch und kreativ zu sein, in der wir uns von der Frage lösen, dein oder mein, in der die Zeit viel langsamer verläuft und nicht alles im zügellosen Konsum ersäuft, wo wir uns ansehen und anlächeln und uns nicht bekriegen, wo wir uns auch aufgrund all unserer Fehler lieben, in der es egal ist, wie viel du auf dem Konto hast, in der du reisen kannst, wohin du willst, auch ohne Reisepass, in der du nirgends mehr als eine Nummer erscheinst, in der du nie wieder aufgrund banaler Willkür weinst, in der du nie wieder weinst, nie wieder weinst, ich wünsch mir eine Welt, in der niemand mehr weint, niemand mehr weint, niemand mehr weint, außer vielleicht vor Glück. Oder weil in Berlin endlich mal wieder die Sonne scheint. Dankeschön. Vielen Dank, super schön. Ihr habt die Message, wir besorgen euch die Bühne. Ob Hip-Hop, kreatives Schreiben oder Video, bei Speak Out Loud sagt die Berliner Jugend, was für sie eine lebenswerte Stadt ist. Und los geht's! Wir haben euch einen gemeinschaftlichen Text mitgebracht, in dem wir ein paar Fragen und Gedanken an Berlin teilen möchten. Okay. Kann bei dir mal nichts gehen? Geht's dir, Berlin? Wieso wollen die, die in dir schlüpfen, so schnell wie möglich weg, aber kommen immer zurück? Wolltest du die neue Heimatland für mich sein oder lieber nicht? Berlin, bist du mit dir zufrieden? Berlin, liebst du mich? Berlin, hörst du mich? Ist das hier Demokratie? Warum sind so viele Leute verrückt, ne? Eigentlich mit dir in Leipzig. Hast du schon die Erinnerungen von deinem Hast du die Menschen? Was ist dein berühmtester Essen? Besuchst du dich in Tristan? Oder kannst du mir mal zuhören, mich hören, mich ausreden lassen, nicht immer, wirklich immer meine Pläne durchkreuzen? Kannst du mir nicht einfach das geben, was ich will? Nein? 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 Wie nein? Warum nicht? Magst du dich selbst? Warum kannst du nicht sein? Bist du zerrissen zwischen all deinen Bezirken, die dich zusammenbilden, aber doch so verschieden sind? Berlin, fühlst du dich sexy? Fühlst du dich arm? Fühlst du dich leer? Berlin, kannst du auch mich hören? Oder hörst du nur, wer am lautesten brüllt? Wer randaliert, wer eskaliert? Hörst du auch auf deine Ränder? Gehören wir zu dir? Gehöre ich zu dir? Berlin, was geht bei dir? Berlin? Oder erstmal, was bist du eigentlich? Bist du Heimatstadt oder bist du Hotel für verlorene Seelen? Bist du immer da, wenn ich dich oder nur dann, wenn ich dich gerade nicht brauche? Berlin, wieso gibst du immer alles, was du hast und noch viel mehr? Wieso kannst du nicht einfach mal weniger geben und mir meinen eigenen Platz lassen? Und wieso bist du alles, was alle immer haben wollen und bist dann trotzdem nicht genug? Oder bist du zu viel? Aber Berlin, eine Frage noch. Was oder eher wer bist du eigentlich? Hey Berlin, wenn ich nicht mehr da bin und vermisst du mich eigentlich oder wie ich dich vermissen werde? Eine Frage noch. Magst du die Politik in deiner Gegend? Eigentlich hast du die beiden Kriege erlebt? Oder wie schlimm waren die Kriege für dich? Bist du oft emotional oder rational? Hallo Berlin.
Berlin, mein Schatz, ich liebe dich, aber wir müssen uns trennen. In letzter Zeit bist du ganz anders. Ich kann dich nicht mehr erkennen. In der Vergangenheit warst du so cool und hattest etwas Besonderes. Ja, du bist immer noch cool und geil und einfach super. Alle Leute mögen dich, doch du hast dein Merkmal verloren, das dein individuellen Charakter gemacht hat. Zu viele Farben zeigen dich, wirklich zu viel. Alle deine modernen Dinge und Sachen, alle diese verschiedenen Restaurants und Cafés, die unendliches Konzerts und die Aufführungen, unglaubliche Menge von Leuten von verschiedenen Kulturen. Ich kann nicht alles beständig. Zu immer dieser Zeit in Berlin sein. In Berlin zu Hause sein. In diesem Zuhause viel drin sein. Und zwar nicht alleine, aber auch nicht zusammen sein. Zu dieser Zeit in Zoom-Meetings verweilen und vergessen, was man ernst meint und was man vergessen sollte und auch nicht wissen, wo die Haftigkeit den Ernst gelassen hat. Zu dieser Zeit in Berlin sein, in meinen vier Wänden sein, nicht oh so Berlin sein, sondern klein und kein Gespräch über die tolle Heimatstadt wert sein. Zu dieser Zeit in Berlin zu sein, ist mehr so wie warmer Weißwein. Ich weiß, Wein ist zu dieser Zeit ein großer Teil des Alltags von vielen. Denn was soll man sich einverleiben, wenn es keine Freunde mehr gibt, die man freitags von ihren scheiß kleinen Affären berichten lässt? Es ist ein Wespennest zu dieser Zeit in Berlin. Berlin, sei rücksichtslos, wenn ältere Menschen im Bus keinen Sitzplatz haben. Sei so frei, über die rote Ampel zu gehen, wenn Kinder neben dir stehen. Sei pampig, wenn jemand dich nach dem Weg fragt. Sei sexistisch, wenn die Röcke nun mal einfach zu kurz sind. Sei stur, wenn ein Krankenwagen dir an der Kreuzung die Vorfahrt nehmen will. Sei bequem, wenn der nächste Mülleimer eben zu weit weg steht. Sei laut, wenn du um 3 Uhr nachts wach bist, weil du morgen frei hast. Sei praktisch, wenn du das billigste Fleisch kaufst, das du im Regal findest. Sei muffelig, wenn nach 3 Wochen Sonnenschein plötzlich wieder eine Wolke am Himmel ist. Sei ignorant, wenn die Person hinter dir an der Kasse nur einen Artikel hat. Sei unfreundlich, wenn die Verkäuferin dir einen schönen Tag wünscht. Und sei unverschämt, wenn du das Klopapier nur mal zuerst gesehen hast. Berlin, hörst du mich? Hörst du die Vögel, die versuchen, die Autos zu übertönen? Hörst du die Kinder, die nach freien Plätzen zum Spielen rufen? Berlin, siehst du mich? Siehst du die Menschen, die all in ihre Hoffnung in dich stecken, um endlich als sie selbst gesehen zu werden? Siehst du die Menschen, die auf den Straßen sitzen und das ihr Zuhause nennen? Berlin, siehst du die Menschen, die deine teuersten Boutiquen leer kaufen und sich jeglicher Realität zu entziehen? Berlin, riechst du die Abgase, die in deiner Luft stecken? Riechst du das Marihuana, wenn du durch deine Parks schlenderst? Berlin, riechst du den Angstschweiß auf der Stirn der Menschen, die in dir versuchen, ihr Glück zu finden? Berlin, fühlst du die Freiheit, die in der Luft liegt? Fühlst du das Bauchkribbeln, das ich fühle, wenn ich nach einer langen Reise wieder nach Hause komme? Berlin, fühlst du dieses Berlin-Feeling? Bei all dem Trubel frage ich mich, wieso Berlin, kann ich dich fühlst immer du mich? Nichts hören? Fühlst du noch in Charlottenburg? Wieso höre ich dich? Can you feel it? Läuft da was zwischen uns? Ich habe so viele verschiedene Leute. Also, seid ihr gleichzeitig so teuer geworden? Ja, ich bin hier. Ist das hier? Jetzt hast du heute so. Wenn überall irgendwas los ist, wie kannst du dich da entscheiden? Los, leider von draußen. Wohin verrückst du die Leute? Warum sind so viele Leute andere stehen? Warum wollen alle so Platzangst in dir selbst? Jetzt warum wollen natürlich einfach beide gleichzeitig nie ganz so hübsch sein? Ich meine, könnt ihr mal die Klappe halten? Ja. Könnt ihr bitte mal die Klappe halten? Yeah. Oh mein Gott. Yeah. So great. So oder ähnlich. Nice, Leute. Das war doch schon, sehr wir gut. Wir haben auch noch ein kleines Ratespiel für euch. Dafür könnt ihr euch aber auch wieder einschalten. Und zwar Emma und ich haben 2 kleine Texte. Und es sind Tagebucheinträge von Orten in Berlin. Also
Orte, die einen Tagebucheintrag geschrieben haben und ihr müsst raten, welcher Ort es ist. Emma, willst du anfangen? Ja, schwer. Okay, ich fange an. Also, 28. März. Ich bin heiß. Schon immer gewesen. Das weißt du ja. Tag für Tag gucken die mich alle an und geiern auf meine Schaufenster, spucken auf meinen Asphalt, verzieren meine Luft mit rosigem Duft und Macho-Parfum. Und dann kam der März. Und alle waren weg. Nur die Bäume hörte ich ab und zu noch lästern, aber sonst war es still. Und es ist immer noch still. Irgendwie genieße ich die Ruhe auch. Es ist angenehm, dass nicht ständig auf einem rumgetrampelt wird. Es ist beruhigend. Ruhig. Seltsam. Aber seit einigen Wochen haben sie die Türen meiner Geschäfte wieder aufgeschlossen. Es ist immer noch ruhig, aber langsam kommt das Leben zurück. Welcher Ort? Galeria Kaufhof? Gute Richtung. Ah, ich hätte auch... Ja. Das ist der Alex? Nee, aber auch gute Richtung. Darf ich auch raten, weil ich letztes Mal nicht da war? Ich ja. Auch. Was? Der Kudamm? Ja! Nice. Nein. Ich hatte Karstadt am Hermannplatz gedacht. Ja, ja. Okay, jetzt noch ein Ort. Fängt ähnlich an, zufälligerweise. Ich bin geil. Ich bin das Wahrzeichen von Berlin und ich bin geil. Ich bin groß, fett, breit und stehe hier schon lange, weil ich bin geil. Jedes Jahr kommen Millionen Menschen, um mich anzustarren und ich lächle ihnen mit meinem triumphierenden Lächeln zu in ganzer Pracht. Nur jetzt ist alles anders. Vor ein paar Wochen war hier absolut gar nichts los. Die ganzen Bewunderer waren weg. Ich gebe ja zu, die Berliner finden mich nicht ganz so toll wie die Touris, aber vor ein paar Wochen fand mich niemand mehr geil. Wieso weiß ich nicht. Dabei bin ich ja auch nicht so viel älter geworden und auch alt ist man doch immer noch geil. Also bleibe ich beim Alten. Ich bin geil. Okay. Aber wenn du ready bist, kannst du starten. Ja. Hey Leute, die sind nur Menschen, die Uniform tragen, für die Dienstleistungen die Stunden eintragen, in der kurzen Tage Menschen schlagen, neben Wagen. Bitte weiter sagen, ich kann nicht atmen, mein Bauch, mein Hals, mir tut alles weh, sie werden mich töten. Wer? Die Menschen, die Uniform tragen? Anfragen. Ist man schon in Koma? Corona. Machen Panik nur die alten Bewohner? Bewohner aus der ganzen Welt? Masken hier und da. Politik kommt ins Spiel. Alles wird teuer. In Zukunft werden mehr Steuer. Ach, diese Betreuer. Man macht in Deutschland echt ein Abenteuer. Yo, let's go. Ah, Omi, ich bin eigentlich gut drauf, keine Frage. Doch gerade fühle ich mich eingesperrt in dieser Lage. In der Lage, in der wir uns befinden. Ich kann es nicht beschreiben, wie sehr ich euch vermisse. Dir geht's wie mir, eingesperrt wie ein Tier. Du hast Angst davor, dass wir uns verlieren. Doch das brauchst du nicht. Ich stehe hinter dir. Weiterhin begleite ich dich bis zu deinem Ziel. Ah. Okay, und dann hat noch jemand bei mir was aufgenommen, einfach zu hören. Bitteschön. Immer wieder in den Medien was los. Das Thema ist eigentlich viel zu groß, um das klar auszudrücken. Die Depression ist am Aufrücken. Es gibt wahrscheinlich bald wieder eine Wirtschaftskrise. Ja, ich gebe an Frau Merkel eine Analyse. Nicht nur Zukunft ist ein schwieriges Thema. Science Fiction gehört auch zu diesem Schema.
Mit Freunden treffen hast du immer deinen größten Spaß. Noch durch die Corona-Zeit hast du einen großen Ausmaß. Die Menschengefühle stehen bei mir verrückt. Hast du nicht auch schon probiert, dein großes Glück. Lass uns das Leben so lange leben, solange wir es können. Ich habe auch ein Verlangen auf dieses Streben. Ich muss es mir einfach gönnen. Boxzeit, Exitzeit, Königreich, Siegreich, Preisvergleich, Österreich. Erfolgreich. Das war's von uns. Dankeschön. Jetzt in den Chat schicken und dann könnt ihr euch alle das wundervolle Video gleichzeitig angucken. Man kann Höhlen bauen. Ich gebe doch kein Geld für Fahrkarte. Man muss weniger Geld ausgeben. Man kann 24/7 einfach nur essen und essen und essen. Die Zimmerpflanzen sterben nicht mehr. Nicht wahr, mein Engel? Ja, hier stirbt keiner mehr. Papa gießt dich jetzt. Ja, was? Ja, Papa hat dich auch lieb. Mein Engel, Papa hat dich auch lieb. Und auch du stirbst nicht mehr. Ja, ihr dürft alle weiterleben. Man kann seine Kochfähigkeiten ausbauen. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Kochen mit Martha. Heute beschäftigen wir uns mit hausgemachten Nudeln, die super easy zu machen sind. Ihr braucht 3 Sachen dafür, nämlich einmal eine richtig schöne, saubere, glänzende Schüssel. Unseren Kochlöffel dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und zu guter Letzt eine Packung Nudeln. So, also Leute, was wir jetzt machen, wir nehmen die Packung Nudeln und schütten sie einfach in die Schale rein. Super easy, wie ihr seht, der kriegt das hin. Dann nehmen wir unseren weltberühmten Kochlöffel und fangen dann an zu rühren. Nämlich 3-mal nach rechts, 3-mal nach links, 3-mal nach rechts, 3-mal nach links. Okay? Also, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann, ganz wichtig, 3-mal an die Kante der Schüssel schlagen. 1, 2, 3. So. Ich hoffe, ihr habt euren Ofen schon vorgeheizt, denn. Oh. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Nicht weg! Okay, jetzt ist es weg. Gut. Das war doch nur eine Nachricht, nicht so wild, ne? WhatsApp und so. Also, dann nehmt ihr eure Schale Nudeln und steckt sie dann einfach in den Ofen für gute 10 Minuten, vielleicht auch 12. Je nachdem, wie lustig ihr heute drauf seid. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst euch die Nudeln schmecken und bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Martha. Bye! Dadurch, dass man seine Wohnung nicht mehr verlassen kann, gibt es keine Möglichkeit, nass zu werden. Ja, dein Fußball! Man muss sich nur noch einmal die Woche duschen, denn fettige Haare oder stinkende oder schlecht gefärbte Haare sieht ja niemand. Außerdem musst du deine Wäsche dann auch nicht so oft waschen, da du dich nicht so oft duscht. Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Konferenz. War toll heute. Bis nächste Woche, meine Damen und Herren. Danke, danke. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke, danke. Man muss sich keine Hose anziehen. Hallo, Menschen. Ich bin hier auf Safari in meiner eigenen Wohnung. Und wisst ihr, warum ich auf Safari gehen kann und neue Dinge ausprobieren kann? Weil ich nicht mehr die Öffis hin oder zurück nach Hause benutzen muss. Ich habe zum Beispiel das Rudern wieder für mich entdeckt. Guten Tag, meine lieben Leute. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, was ihr denn Schönes bei mir kaufen könnt. Der sogenannte Online-Flohmarkt. Was haben wir denn hier? Wir hätten hier den Knäcke-Snack für 50 Cent. Ah!
Rasierer. Rasierer. Haarfärbemittel. Natürlich Deo, weil in Quarantäne kann auch jeder sie riechen. Wenn das Date nicht läuft, kannst du einfach auflegen. Ja, Emma. Okay. Das ist ein Gedicht, was ich geschrieben habe. Das Gedicht heißt Das System. Das ist nichts Gesellschaftskritisches, keine Sorge. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Und es geht so. Ich muss erstmal kurz gucken, wie es geht. Nee, so geht es gar nicht. Wie geht denn das? So, ich hab's. Nee, so geht's auch nicht, aber egal. Wie geht denn das nochmal? Ich muss was anderes spielen. Ich habe meinen Text vergessen. Ich hab's. Das System weint manchmal heimlich, das System lacht oft sehr laut. Das System schafft neue Wege, die es sich dann selbst verbaut. Das System, es kann nicht schlafen, denn das System denkt so viel nach. Und dadurch kommt es nicht zur Ruhe und so bleibt es einfach wach. Das System wird auch nicht müde, doch das System braucht seinen Schlaf, um zu erkennen und zu begreifen, warum es manche Dinge macht. Das System wünscht sich einen Neustart, doch es weiß, dass das nicht geht. Das System hat auch erkannt, dass es sich oft selbst im Weg steht. Das System braucht Liebe. Das System wehrt sie ab. Das System weiß selbst nicht, warum es das genau macht. Das System ist meistens freundlich und es ist auch kompatibel. Und es nimmt anderen Systemen auch nur selten etwas übel. Das System und ich, ja, ich weine heimlich und ich lache laut und ich brauche Nähe, jemanden, dem ich vertraue. Manchmal wünsche ich mir einen Neustart, doch ich weiß, dass das nicht geht. Bei mir, bei meinem Betriebssystem, sowas wie der Reset-Knopf fehlt. Ich wünsche mir ein System aus Wegen, die nicht ins Nichts führen. Ein System aus nicht traurigen, sondern aus schönen Gefühlen. Ich möchte wieder ruhig schlafen, ich möchte frei denken, möchte träumen und zusammen mit anderen Systemen meine Zeit sinnvoll versorgen. Mich auf Bäumen gegen falsche Ideale, radikale und banale und im Geiste deutlich schmale. Ich möchte lieben, ich möchte lieben, ich möchte lieben, ich möchte lieben, denn ich weiß, auf dieser Welt, da werde ich nichts Schöneres erleben. Und auch geliebt zu werden für das, was ich wirklich bin, da will mein System hin. Denn es weiß, darin liegt der Sinn. Ich will erkennen und will begreifen. Ich will mich nicht mit anderen streiten. Ich möchte Spaß und möchte Freude, um sie auch anderen zu bereiten. Ich will erkennen und will begreifen, warum ich mache, was ich mache. Und warum ich manchmal traurig bin und dennoch lauthals lache. Das System bin ich und das System bist auch du. Wir sind alle Systeme, doch kaum einer kommt zur Ruhe. Wir sollten aufeinander zugehen und den anderen nicht im Weg stehen. Schlussendlich sind wir doch alle vom selben System. Wir weinen manchmal heimlich und dann lachen wir oft sehr laut. Und dann schaffen wir neue Wege, die wir uns dann selbst verbauen. Wir können lieben, wir dürfen lieben, wir sollten lieben einfach so. Unsere Systeme werden nur auf diese Weise froh. Werden nur auf diese Weise froh. Werden nur auf diese Weise froh. Wir sollten lieben einfach so. Denn unsere Systeme werden auf diese Weise froh. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wollte auch noch mal
Sorry, ich würde auch nochmal Danke an alle sagen und auch an das ganze SOL-Team, dass das jetzt auch alles spontan nochmal umgestellt hat und das Ganze auf Zoom umgemünzt hat und dass da ja auch nochmal ganz viel neue Organisation dazu gekommen ist und irgendwie alles nochmal umzugestalten und auch, was ihr irgendwie alles aufgefahren habt, von wegen, wir schaffen es euch, die T-Shirts nach Hause zu schicken und wir haben immer zusammen gegessen, da finden wir auch nur noch eine Lösung und wie erreichen wir jeden und hier und da und wir finden für jeden eine Lösung und das ist so viel Aufwand und ich finde das richtig cool, dass ihr euch das, also unsere Leistung haben wir jetzt gezeigt und da waren super coole Sachen dafür und wir haben auch alle unseren Applaus bekommen und ich freue mich auch, dass wir das alles jetzt zusammen gemacht haben, aber ihr habt auf jeden Fall auch noch euer Danke verdient und ja, vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf und macht's gut. Speak out loud! Tschüss! Vielen Dank! Dankeschön für alles! Tschüss! Danke! Ich erinnere mich an Sommer, es klingt so komisch, das zu sagen. Ciao! Ciao! Aber hier alles! Ciao! Danke für alles! Ciao.